Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier auf diesem Kanal, beziehungsweise zu einem weiteren DVD-Review. Und heute haben wir hier mal einen Film vorliegen, eine Art von Film, die wir hier schon lange nicht mehr hatten, und zwar ein Splatter-Film von Troma Entertainment, und der heißt da Rabbit Grannies aus dem Jahr 1988, beziehungsweise Le Meme Cannibal von Emmanuel Carvin. Ich weiß jetzt nicht, was Le Meme heißt, also Cannibal erklärt sich von selber, irgendwas mit Kannibalen. Ja, im Englischen wurde das Ganze halt, wie gesagt, von Troma Entertainment vertrieben, und das passt wirklich perfekt zu Troma Entertainment. Alleine schon dieses Cover in dieser kleinen Hardbox hier von XT Video ist absolut großartig, meiner Meinung nach. Und das Ganze ist jetzt auch eine belgische, französische Koproduktion, die allerdings, glaube ich, in den USA gedreht wurde. Aber der Cast war zum Beispiel belgisch, und auch der Regisseur war ein Belgier und so weiter. Und belgische Horror-Splatter-Filme, die sieht man jetzt ja auch nicht alle Tage. Wie gesagt, das Cover sehr, sehr schön. Also nicht im Sinne von schön, aber ja, schön grotesk. Hier wie diese älteren Damen dann hier mit ihren Klauen dieses Schloss, ja, nach diesem Schloss greifen, dann hier dieser Schriftzug Rabbit Grannies. Das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Sehr, sehr schön gemacht alles. Dann haben wir hinten eine Inhaltsangabe, und hier sieht man auch schon, was hier in diesem Film passiert. Und dann sieht man auch schon einige schöne, billige Trash-Splatter-Effekte, und das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Extras. Wir haben hier nicht nur drei verschiedene Filmversionen, die sich jetzt, glaube ich, aber auch nicht so extrem entscheiden. Hier sieht man es halt auch zum Beispiel eine 2012er Recut-Schnittfassung. Ich habe mir jetzt die originale Schnittfassung angeguckt. Die geht dann auch knapp 85 Minuten. Die ist aber auch ungeschnitten. Also ich glaube, da macht man jetzt nichts falsch. Ansonsten gibt es auch noch diverse Interviews, die jetzt nicht so interessant waren und von der Qualität her allerdings auch sehr schlecht. Dann sowieso auch ein kurzes Making-of, wo man jetzt allerdings auch nicht viel sieht, aber zu dem Film gibt es halt auch nicht allzu viel, denn hier steht ja auch noch, Hinweis zu diesem Film, gibt es weltweit kein hochwertiges Bild- und Tonmaterial. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, man hat es hier wirklich mit einem 80er-Jahre-Trash-Splatter-Film zu tun aus Belgien. Kein Wunder, dass es dann nicht so hochwertiges Bildmaterial gibt. Und dann haben wir hier halt eine Zwei-Disc-Edition, einmal hier die alternativen Varianten, auch mit einem alternativen Cover, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das auch auf einer Hardbox, ob es das bei einer alternativen Hardbox auch noch gibt. Und dann hier die Classic Edition. Ja, wie gesagt, also von der Aufmachung her sieht diese Hardbox wirklich sehr, sehr schön aus. Da musste ich sofort zugreifen. Die kostet auch nicht allzu viel. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Internet ist, aber ich habe es halt auf einer Filmbörse für wirklich nicht besonders viel Geld geholt. Also da kann man auf jeden Fall zugreifen, und man wird den Film auch nicht in einer besseren VÖ, glaube ich, finden. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch noch ein Mediabook gibt von 84 Entertainment. Die haben ja auch diese Troma Edition. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, ob da drin ist, aber man macht ja auch nichts falsch. Ich meine, natürlich, die Bild- und Tonqualität ist jetzt nicht allzu gut, aber wenn man solche Filme guckt, solche billigen Trash-Splatter-Filme, dann wird man damit trotzdem zufrieden sein. Und von daher, als Fan solcher Filme, zur Filmkritik komme ich gleich, aber ich kann auf jeden Fall vorneweg schon mal sagen, bei Rabbit Grannies kann man, glaube ich, bei dieser Hardbox für den Preis bedenkenlos zugreifen. Ja, schon beim Cover und der Aufmachung sieht man, dass es sich hierbei um einen ganz speziellen Film handelt, und man muss schon ein großer Trash-Fan sein, um diesem Low-Budget-Werk etwas abzugewinnen, denn er ist wirklich sehr billig gemacht, deswegen aber auch nicht weniger sympathisch. Und bei Troma ist es ja halt auch einfach so, entweder man mag diese Art von Film oder eben nicht. Das ist halt eine ganz spezielle Art von Geschmack. Und die Story ist hierbei dann auch gar nicht so wichtig, aber die groteske Idee ist schon kreativ, denn es geht wirklich darum, dass zwei ältere reiche Frauen verhext werden und danach zu blutdürstigen Monstern mutieren, die Jagd auf die anwesende Familie machen, die eigentlich nur auf das Erbe von den beiden aus waren. Es dauert da zwar eine halbe Stunde, bis es am Esstisch richtig losgeht, aber bis dahin kann der Film mit den seltsamen Charakteren und einigen dummen Dialogen die Zeit überbrücken. In der Mitte zieht sich das dann zwar ein bisschen, da die Charaktere noch ein bisschen streiten und gucken, wie sie überleben können und so ein bisschen in der Villa noch rumlaufen. Aber es gab dann auch durchaus zwei, drei wirklich harte Ekeleffekte, die auch gut gelungen waren. Zumal die zwei besessenen alten Frauen ihre Taten auch immer ironisch kommentieren. Und das, ist auch ein bisschen amüsant. Am Ende ist es natürlich nichts Überragendes, aber für Splatter-Fans ist das dann noch eine kurzweilige Unterhaltung für zwischendurch. Insofern man kein allzu großes Splatter-Fest erwartet, wie vielleicht bei einem Braindead. Also das Blut spritzt hier jetzt nicht literweise, sondern es ist schon ein bisschen weniger. Aber wenn es dann mal vorkommt, sind die Effekte für diese Art von Film eigentlich ganz okay.
exist. They're not just grannies. They're party animals, ready to get down. Get funky. Get wasted. Rabid grannies. Grannies serving up something special for dinner. You. Rabid grannies. From Troma.